Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Der lahmende Leon sollte es mit ein bisschen Zuversicht eigentlich gut aus dem Gang wieder rausschaffen. Ihr erinnert euch, mehrere Zombies, die noch stehen. Und ich liegen, direkt vor der Tür. Verschlossen. Unter dem Schlüsselloch ist ein Kreuz eingraviert. Na toll, schön für das Schlüsselloch. Nein! Gah. Okay, wir sind noch nicht so angeschlagen, dass ich das... Der steht schon wieder auf. Hier kommen wir auch nicht rein, das haben wir schon versucht. Hier können wir durch. Dem komme ich auch vorbei. Nein! Okay, wir sind total angeschlagen. Hier, hau rein, den Scheiß. Wir sind wieder total fit. Zwei grüne Kräuter zu mir genommen. Wie sage ich jetzt nicht? Auf jeden Fall zwei grüne Kräuter zu mir genommen. Das reicht schon. So. Dieses Mal gehen wir jetzt aufs Dach oder auf die andere Seite? Dach, andere Seite, Dach, andere Seite. Wir gehen auf die andere Seite. Wir gehen erstmal auf die andere Seite. Gucken, was uns da erwartet. Knackpunkt, auch die Tür ist zu. So. Das war die Tür direkt hier. Und ich habe immer noch nicht gespeichert. Das heißt, ich muss echt tierisch aufpassen. Ich habe noch nicht gespeichert. Nichts damit speichern und zwei Sekunden später ist er tot, der alte Sack. Ja. Polizeimemorandum. Am Rande. 23.08.1998. Zur Information an alle. Während des Umbaus des Reviers mussten leider einige vertraute Einrichtungen etwas umarrangiert werden. Der Safe mit der vierstelligen Sicherheitscode-Schloss wurde den Stars-Büro im ersten Stock in das östliche Büro Erdgeschoss gebracht. 2236. Oh, verdammt, ich war so knapp dran. Oh, war ich knapp dran. 2236, ja, toll. Jetzt weiß ich's. Aber ich habe keine Munition und da drin wimmelt's von Zombies. Ich glaube, ich lasse das Nave mal da. Das nervt mich nur. ja, hier. Die Schublade ist verschlossen. Schlüssel benutzen. Ja, hau rein, den Scheiß. Ja, Munition. Ja. 15 Schuss, na toll. Das reicht genau, um ein Magazin zu füllen. Wisst ihr was? Wir rennen jetzt aber nochmal schnell rüber. Gehen nochmal ins Büro, machen da nochmal Knall, Pung, Pef, Pung, Pung, Peng, Pong, Pung, Puff, Puff, Fletch und... Und gehen dann an Safe. Ich muss wissen, was im Safe ist. Hoffentlich viel, viel Munition. Hoffentlich mache ich den auf und die Munition rieselt nur so raus und erschlägt mich beinahe zu Tode. Das wäre ein schöner Gedanke. Das wäre ein schöner Moment. Und ich weiß, es wird bestimmt ganz anders aussehen. Das ist bestimmt nur ein Foto oder so drin. Nein. Oh, schon wieder. Sag mal, steht ihr alle noch? Der wackelt auch noch, weil was mit dem Kopf. Okay, das sollte eigentlich reichen. Wir locken sie mal ein bisschen in diese Ecke. Gut, schnell rein. An den Safe. Und die Kombination war... die... Kombination war 2 2 3 6. Alter, bin ich gut. Alter, das habe ich natürlich gewusst. Ich wollte euch nur veräppeln. Da war viel Glück mit dabei. Und wir haben Schrotflintenmunition und eine Polizeirevierkarte. Na toll. Die werfe ich den Zombies direkt an den Kopf. So, hier hinten wird sich keiner aufhalten. Liegt da auch noch was auf dem Tisch? Da liegt auch noch ein Farbband. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Oh, hier sind es nur zwei. Hier sind sie also ein bisschen spärlicher
verteilt. Da kommt auch schon wieder der erste Zombie angescheißert. Komm her. Oh, tschüss, El Gringo. So. Kein Problem. Kein Ding. Bin schon aus schwierigeren Situationen wieder rausgekommen. So. Auch die Schrotmunition macht nichts. Ich nehme einfach Patrone für Patrone raus und schmeiße dem Gegner an den Kopf. Ja. Das war natürlich so gewollt. Ich wollte mal gucken, ob die Brüstung noch einiges aushält. Und ja, in dem Wort hat sich wieder Brüst befunden. Brüstung. Ohne E. Oder mit Doppel-D. So. Aber ich lasse die erstmal noch da. Die werden ja hoffentlich so freundlich sein und mir ein bisschen was bei den Schreibmaschinen hinterlegt haben, dass ich nicht immer hier zur Truhe rennen muss. Die sind einfach für Notfall. Da ist es. Oh nein. Oh nein, ich weiß, was. Oh nein, ich weiß, was kommt. Und ich will das nicht. Aber wenn ich das doch nicht will. Hat mich denn niemand gefragt, was ich möchte? Ich möchte, dass mir die Zombies den Weg ebnen. Sich gegenseitig zerfleischen. Mich in Ruhe lassen. Sein Kopf fehlt. Er scheint abgedreht worden zu sein. Der hat doch noch was bei sich. Ja, so ist es gut. Hat er noch mehr? Sein Kopf fehlt. Er scheint abgedreht worden zu sein. Verschlossen. Unter dem Schlüsselloch ist ein Pick eingraviert. Was tröpfelt denn hier? Ist das Erdbeersoße? Ja, klar. Ich mach mich dünne. Ihr habt doch jetzt nicht echt gedacht, dass ich es mit dem einfach so aufnehme. Ich habe gerade mal ein bisschen Munition angesammelt. Ich bin noch nicht mehr Sugar. Lololololol. Hier gehen wir mal noch gucken. Was haben wir hier? So. Einsatzbericht 1. Einsatzbericht, 26. September. Das Polizeirevier Raccoon City wurde unerwartet von Zombies angegriffen. Ganz unerwartet, hat ihnen ja niemand gesagt. Viele wurden verwundet. Na, das ist eine gute Prognose für die Zukunft. Noch mehr wurden getötet. Ja, das klingt schon besser. Während des Überfalls wurde unsere gesamte Kommunikationsausrüstung zerstört. Wir haben keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Er musste mal vor die Tür gehen, Kollege, ja? Verzeihung, war ein kleines Hüsterchen. Wir haben einen Einsatz beschlossen, der nicht nur eventuell Überlebende in Sicherheit bringen, sondern auch verhindern soll, dass sich diese Plage weiter über die Grenzen von Raccoon City weg ausbreitet. Puh, ein langer Satz, könnte ich geschrieben haben. Die Einzelheiten des Einsatzes lauten wie folgt. Sicherheit von Waffen und Munition. Polizeichef Irons hat sich besorgt zum Thema Terrorismus geäußert, besonders im Hinblick auf einige ungeklärte Zwischenfälle in der jüngsten Zeit. Genau am Tag vor dem Angriff der Zombies gab er Anweisung, alle Waffen auf versteckte Punkte im Gebäude zu verteilen, als kurzfristige Maßnahme, um ihre Erbeutung durch Unbefugte zu verhindern. Unglücklicherweise hat es diese Entscheidung für uns sehr schwer gemacht, alle Munitionsdepots wiederzufinden und zu nutzen. Diese Verstecke zu finden hat für uns die höchste Dringlichkeitsstufe. Das Schloss an der Waffenkammer, wie schon erwähnt, wird es für uns sehr schwierig, die ganze Munition wiederzufinden. Zwar befindet sich immer noch ein Großteil in der unterirdischen Waffenkammer, aber der Beamte,
der die Schließkarte für die Sicher für das Sicherheitsschloss für die Sicherheitsschloss hat für die Verzeihung, für das Sicherheitsschloss in seiner Obhut hatte, ist seit dem Angriff bedauerlicherweise verschwunden. Wir haben also keinen Schlüssel. Außerdem ging während der Kämpfe einer der Sicherheitsunterbrecher für den elektrischen Strom kaputt und die elektronischen Schlösser in einigen Bereichen sind ausgefallen. Daher ist es jetzt auch unsere wichtigste Aufgabe, den Strom im E-Raum wieder einzuschalten, damit diese Schlösser wieder funktionieren. Bericht von David Ford. Fahre fort und komm nie wieder. Oh, es geht noch weiter. Wie viel kommen da noch? Oh. Also, Einsatzbericht, 27. September, 13.00 Uhr. Ortszeit. Also, kommt darauf an, an welchem Ort man gerade ist. Sie haben die Barrikaden im Westen durchbrochen und es kam zu einem weiteren Zusammenstoß. Punkt. Wir haben die Verwundeten im Depot für konfiszierte Güter im Erdgeschoss zeitweise in Sicherheit bringen können. 12 weitere Personen wurden bei den Kämpfen verwundet. Oh, das klingt gar nicht gut. Zusatzbericht. 3 weitere Beamte wurden getötet, als plötzlich ein weiteres bislang nicht identifiziertes Wesen auftauchte. Der Lecker. Lecker, lecker. Seine Kennzeichen sind fehlende Hautfetzen und rasiermesserscharfe Klauen. Am hervorstechendsten aber ist seine lanzenartige Zunge. Hervorstechen. Zunge, ja, ich verstehe. Mit der er sogar den Brustkorb eines Menschen blitzschnell durchbohren kann. Anzahl und Aufenthaltsorte dieser Kreaturen sind noch unbekannt. Wir haben sie vorläufig Lecker getauft, weil er so lecker ist. Und sind derzeit dabei, wirksame Gegenmaßnahmen zur Verteidigung gegen diese neue Form der Bedrohung zu finden. Ende! Einsatzbericht 1. Boah, war ein langer Bericht. So, die Folge ist auch schon um. Ich habe jetzt die ganze Folge nur einen Bericht gelesen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und einen schönen Tag noch. Nein, natürlich nein. Wie komme ich auch darauf? So. Moment. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist soweit, die Zombies sind da. Ihr habt Miss Dormhouse alle ausgelacht, aber jetzt ist es soweit und jetzt könnt ihr mich mal alle kreuzweise im Arsch lecken. Ich bin raus. Over and out. Ah, das ist so geil, das muss das jetzt, ich kann nicht mehr. Feuerzeug, ich bin ein kleiner Feuerteufel. Ei, 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 ei. Hier, brennendes Opfer. Gib her, dein Klunker. Oh, klingt, als wäre er zerbrochen. Das wäre schon scheiße. Leon, hast du deinen Brettstift dabei? So, haben wir hier sonst noch... Oh, was haben wir denn da? Ein bisschen Munition. Sehr schön. Danke vielmals. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie ich festgestellt habe, ist da nicht der Ausgang, sondern nur eine Abstellkammer. Ich bin raus. Ja, also erstens tut's mir leid, zweitens, wie würdet ihr reagieren? Also ich glaube, ich wäre für jeden Schabernack zu haben. In so einer Situation, kein Ding. Stellen wir uns an einem Podest und posaunen blöde Sachen raus. So, ab durchs Türchen. Rein ins Vergnügen. Ho! Ah! Super, erstmal direkt in die Wand gefeuert. Na, toll. Nein! Geht alle weg von mir. Nein, nicht du auch noch. Oh, verflucht, ich muss speichern. Oh, jetzt kommst du drauf an. Leon, zeig, was du drauf hast. Halt ihn auf! Leon, halt ihn auf! Oh, die kommen zu zweit. Oh, das wird schwierig. Komm schon! Ja, nach hinten taumeln und umfallen. Nach hinten taumeln und umfallen. Tot!
Tot! Alle tot! Nein, der noch nicht tot! Der noch nicht tot! Den machen wir jetzt aber tot! Tot! Kommt! Leise und schleichend! Oh, 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 oh. Da lahmt Leon nicht nur, er hängt. Wehe, hier steht ein Zombie. Ah, nice, wir können uns direkt wieder komplett heilen. Aber komplett heilen? Dafür, nee, nicht mit Leon. Nein, 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 nicht Selbstmord. Heilen, heilen, nicht Selbstmord. Oh, sorry, habe ich falsch verstanden. So, wir sind wieder auf dem Damm. Der lahmende Leon wurde wieder zu Läufer-Leon. Puh. Ganz schön anstrengend, der Scheiß. So, hier können wir jetzt auch hier Sonderschlüssel benutzen. Den benutzen wir jetzt. So, was haben wir hier? Da sind zwei Anzüge, die Ihnen passen müssten. Wollen Sie sich umziehen? Ja. Welchen hätten Sie gern? Links oder rechts? Kommt darauf an, kriege ich irgendwo einen Schießprügel dazu? Also links ist die Jacke, rechts ist wahrscheinlich nur so ein Tanktop, wenn ich mich richtig entsinne, und eine Mütze. Schwierig, schwierig, schwierig. Wir nehmen links. Ich bin Rechtshänder, wir nehmen links. Bitte eine Minute warten. Nice. Und oh, er zielt zum Todesschuss. Jetzt hält er die Waffe nicht mehr gerade, sondern schief. Schöne Sache. Schöne Sache. So, Verband nehmen wir natürlich mit. Haben wir sonst noch was? Eine alte Schreibmaschine. Sie können Ihr Fortschritt speichern, Verband benutzen. Ja, wir machen das jetzt mal mitten in der Folge. Sicherheitshalber, weil es vorhin so verdammt knapp war. So. The Dark Room. Jetzt gehen wir nochmal schnell hier gucken, aber hier wird wahrscheinlich nichts Berauschendes sein. Gut, dann packen wir unsere 7 Sachen zusammen und hauen ab. Munition, nice. Ah, halt, halt. Ich will doch nicht mein Inventar verschwenden hier mit dir. So. Hätten wir jetzt eigentlich bei Kendo seine Schrotflinte mitnehmen können? Kann das sein? Ich glaube, dem ist sogar so. Ich weiß nicht, ich wollte immer nur auf den Schlüssel. Also auf den, das klingt jetzt blöde. Ich wollte immer nur den Schlüssel haben. So muss ich sagen. Ich hab's gut in jungen Jahren mal vielleicht, da war ich voll drauf aus. Oh, Munition und all das Zeug muss ich unbedingt haben. Aber seit ich da ein bisschen älter, nicht reifer, aber älter geworden bin, habe ich dann nur noch auf den Schlüssel angelegt. Ich wollte die anderen Verkleidungen und vor allem Leon, der seine Waffe so cool hält. Yeah, Roundhouse Shot. Genug herumgeblödelt. So, wir schieben das Dingens jetzt mal. Und schieben, und schieben, und schieben. Und schieben immer noch, bis es an der Wand ist. Dann schieben wir es noch ein bisschen in die Richtung. Schieb, schieb, schieb. Sobald es Klick macht, noch einen Meter, dann haben wir es geschafft. Ist wie beim Autofahren. Wenn du rückwärts fährst und es knallt, dann noch einen Meter. Musste ich letztens selber erfahren. Aber pscht, pscht. Muss ja niemand wissen. Also nicht so, dass ich nicht gemeldet hätte. Es gab auch keine Personenschaden. Ich habe halt einfach einen Briefkasten übersehen. Oder anders gesagt, der Briefkasten war nicht schnell genug weg. Das wäre dann meine Theorie dazu.
Aber ja. Ich habe es den Anwohnern gemeldet, habe ihnen gesagt, guck hier meine Personalien. Wenn der Briefkasten, was ist da hier, wenn er rumjammert und ihr ihn ersetzen müsst, ihr wisst, wo ich bin. Oh. Weg mit dir. Oh. Nice. Jetzt können wir die Munition sogar im Schnelltempo verballern. Da kommt dann noch einer. So, der hat sich auch erstmal aufs Näschen gelegt. Schöne Sache, schöne Sache. So, Kendo habe ich vorhin angesprochen wegen dem hier. Genau, nicht wegen dem hier. Hier würde es noch ein zusätzliches Bild geben. Also nicht hier. Chris Redfield, sondern hier, wenn man, das ist Weskers Schreibtisch. Hm? Und zwar, wenn man hier 50 mal den hier macht, ich glaube 50 mal war das. Völkfüß, ja, man muss den Schreibtisch durchwühlt haben. Ich glaube, ist das hier? Genau. Und wenn man das jetzt 50 mal machen würde, würde irgendwann eine Filmrolle hervorkommen, die man dann entwickeln könnte, im dunklen Raum, in der Dark Room. Und das wäre dann ein Foto. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was drauf sein soll, wird, können, tun, machen, überhaupt. Chris, Sis, Tagebuch. 8. August. Ich habe heute nochmal mit dem Polizeichef geredet, aber er will mir einfach nicht zuhören. Ich bin sicher, dass Umbrella in diesem Gebäude ihre T-Virus-Forschung betrieben hat. Jeder, der sich damit infiziert, wird in einen Zombie verwandelt. Aber das gesamte Anwesen ging bei der Explosion in die Luft. Ha, bei mir nicht, bei mir nicht. Zusammen mit allen eventuellen Beweisstücken. Und da so viele Leute in dieser Stadt für Umbrella arbeiten, will keiner über den Zwischenfall reden. Langsam gehen mir die Ideen aus. 17. August. Wir halten eine Menge komischer Berichte über Monster, die an verschiedenen Stellen der Stadt aufgetaucht sein sollen. Das muss mit Umbrella zusammenhängen. 24. August. Mit Chills und Barrys Hilfe. Barry ist bei mir gestorben. Barry ist bei mir draufgegangen. Den gibt es gar nicht mehr. Das muss der Geist von Barry sein. Oh mein Gott. Mit Chills und Barrys Hilfe habe ich endlich wichtige Informationen zu diesem Fall gefunden. Umbrella hat mit Forschungen an einem neuen Projekt begonnen, dem G-Virus. Eine Variante des Original-T-Virus. Hey Alter, trinkst du Tee oder G? Haben sie denn noch nicht genug Schaden angerichtet? Wir haben darüber geredet und beschlossen, ins Hauptquartier von Umbrella nach Europa zu fliegen. Ich werde meiner Schwester nichts von dieser Reise erzählen, denn das könnte sie in Gefahr bringen. Bitte vergib mir, Claire. Aber natürlich, Chris. Kein Problem, Chris. Oh, was ist das? Das ist schön. Einhorn. Medaille. Einhorn. Wäre ja auch scheiße, wenn es ein Zweihorn wäre. Da wäre es nämlich eine Kuh. Ah. Leon. Claire. It's good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. Claire. I can't believe what is happening to this city. Claire, ich liebe dich.
Willst du mich heiraten? Ich brauche hier und jetzt eine Antwort. Ich liebe dich. Komm her. Komm her. Wir machen es auf dem Tisch von deinem Bruder. Komm her. Ja, ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen sehr stark dämlich. Da sagt er mich, sagt dir mir nichts Neues, sagt er mich nichts Neues. Den nehmen wir erstmal noch nicht, weil... Eine Schrotflinte. So, okay. Ja dann. Na, cool. Dann nehmen wir den doch mit. Ich habe das im Kopf nur mal schnell überflogen, ob das reichen würde. Aber es war ja eigentlich klar, 18 Schuss passen rein. Ich habe wieder mit 16 oder 13 gerechnet. Ja, wer blöd sein will, muss nichts tun, außer blöd sein. So, wo bist du? Da kommt er um die Ecke. Und ich bring dich um die Ecke. Oh, genau, ich vergaß, ich habe gar nichts mehr zum Nachladen. Aber wirklich nichts mehr. Ein kleiner Lüftungsschacht. Er ist viel zu klein, als dass ein Erwachsener hindurchpassen könnte. Ach, Leon, du kleines Mädchen, du passt doch überall durch, was zum Teufel. Was soll denn der Scheiß? Wie soll ich denn jetzt weiterkommen? Wollt ihr mich verkackeiern? Die wollen mich doch alle verarschen. Claire? I can't believe what is happening to this city. Ah, ich vergaß. Ja, genau, genau. Ah, total vergessen. Aber total vergessen. Wir müssen ja hier. Erstmal zur Tür raus. Ja, wir haben ja das Zweihorn-Emblem geholt. Das Zweihorn-Emblem. Weil es so schön blem-blem ist. Boah, wenn jetzt hier wieder überall Zombies sind, dann raste ich aus. Raste ich total aus. Und wer rastet, der rostet. Also roste ich dann wahrscheinlich an Ort und Stelle fest. Runter. Und runter. Oh nein. Oh nein, das würde heißen, ich muss... Oh, verdammt. Also hier müsste ich nochmal am Licker vorbei. Frage ist, soll ich das oder soll ich eher da hinten mal durch? Ich glaube, ich versuche es erstmal hier durch. Das war natürlich so klar, dass ich wollte euch nur zeigen. Scheiße. Dann bleibt mir keine andere Wahl. Ich muss noch mal am Lecker vorbei. Oh! Alter! Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich instinktiv an der Wand nah gegangen bin. Ich wusste, ich hatte mir gedacht, dass da noch was passiert, aber ich wusste nicht mal was. So, Leckerlein. Jetzt gibt's lecker, lecker. Komm her. Wo ist denn hin? Hier bin ich. Ha! Voll ins Gefräß. Du Penner. Ein Auf-Zu-Schalter für die Sperre. Er funktioniert nicht, das Kabel ist durchtrennt. Ja, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Aber ich meine, der Licker, der schläft jetzt sowieso vor sich hin. Und ich glaube, allzu häufig müssen wir hier gar nicht durch. Also ich weiß, später können wir dann einen anderen Weg nehmen. Durch das andere Büro, durch die erste Tür, durch die wir durchgegangen sind und den Typ da am Boden sitzend gefunden haben. Okay. Erste Hilfsbrille wird abgelegt.
So. Oh, liebe Leute, die Folge ist aber auch gleich um. Also, sie war schon oben vor 10 Sekunden. macht nichts. Wir setzen das noch schnell ein. Das brauchen wir ja nicht so benutzen. Nur weil ich einen Zentimeter weiter weg war. Also wirklich. Boom. Klemper die Klemper. So. Schlüssel. Revierschlüssel mitnehmen. Ja, natürlich. Aber gern doch. So. Dann gehen wir hier noch gleich ums Eck. Bringen wir Leon mal um die Ecke. Nehmen uns das hier. Farbband. Speichern. Und beenden dann die Folge für dieses Mal. So. Ist. Nein, wir machen einen neuen. Wir machen einen neuen. Einfach nur so aus. Aus Vorsicht, wollte ich sagen. So. Leute, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Retro-Spaß bei dem Retro-Spiel und wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann. Ciao.